Ich möchte ein bisschen mehr etwas über dich noch wissen. Über mich? Was magst denn du über mich wissen? Wir haben uns ja kennengelernt vor, ich schätze jetzt mal, 20 Jahren. Ja, nicht ganz, es ist vielleicht ein bisschen 15, 20 weniger. Jahre, ja. Ist sie noch Chefin von einer grossen Kosmetikfirma. Darf man sagen, welche? Nein, die gibt es nicht mehr. Die gibt es ja gar nicht mehr. Und dann hat sie mir einen interessanten Job angeboten. Das war so eine Kosmetikfirma, die so im Töpperwehr-System... Gillette hat zu Gillette gehört eigentlich. Genau, ja. Und im Töpperwehr-System verkauft die haben gar nichts in den Läden gehabt, sondern Frauen haben das bei sich daheim an Partys quasi weiterverkauft. Und die am besten Umsatz gemacht haben, die sind nach einer Woche lang in die Ferien eingeladen worden, zum Beispiel auf Mauritius, und die haben natürlich einen Begleiter gebraucht. Dann habe ich mich geopfert. Ich danke dir heute noch ganz herzlich. Und bin also wirklich eine Woche lang mit meiner Frau eingeladen gewesen, in die Ferien auf Mauritius. Also grossartig, ich danke noch vielmals. Das ist also schön eigentlich. Als Job, oder? Das war meine Happy Week gewesen. Deine Happy Week. Aber ja. Sag mal, seit wann bist du, ich würde jetzt sagen, auf den Hund gekommen, aber seit wann begeistert dich Hunde? Ich habe Tiere immer sehr geliebt. Ja? Und vor 13 Jahren hat mir jemand angeboten, es sei eine Firma in der Schweiz, die keinen Umsatz macht, und wir es zumachen. Ist vor dem Konkurs gestanden. Ja. Dann habe ich die Firma übernommen mit den Jahren. Und die hat dann im ersten halben Jahr eine Million Umsatz gemacht. Ja. Super, das klingt gut. Ja. Ich bin dann umgereist, ich habe dann Tiernahrung gesucht und ich habe zusammengearbeitet mit Naturheilpraktikern, mit Tierärzten, Homöopathie und so weiter. Und das macht viel, viel mehr Spaß als Kosmetik. Warum? Weil Kosmetik wirklich schlecht und schädlich gibt es nicht. Aber Tiernahrung ist 99% schlecht bis miserabel. Und die also können ja nicht mehr dafür. Mehr aufzuholen, ja. Sozusagen. Ja. Kann man trotzdem, hast du trotzdem etwas können lernen aus der Kosmetikwelt, was du hast können übernehmen in die Hundefutterwelt? Ja, was ich halt immer finde, und das ist leider, was viele Leute nicht spüren. Man muss nicht denken, ich muss das machen, ich muss Geld machen, es muss das sein und 1 Million. Sondern man muss Zielgruppen spüren, fühlen. Ja. Und die habe ich, ich finde es zwar nicht schwer, die habe ich schnell gespürt und habe schnell gemerkt, wie viel miserables Futter auf dem Markt ist 99%, ich habe es heute Morgen schon gesagt, ist schlecht bis Obermüll. Da musst du richtig suchen und musst Labortests machen. Zum Beispiel hat mir eine Süßkartoffel geliefert, dann habe ich Büchsen aufgemacht, probiert, dann habe ich dem Fabrikanten angerufen und gesagt, das sind keine Süßkartoffeln, die sind ja viel teurer. Mit Garantie, Frau Braten. Ich denke da immer, Frau Blond ums Dussi. Ja? Und auf jeden Fall habe ich dann das in Sursee ins Labor gebracht, persönlich. Und was war es? Normale Kartoffeln. Ja. Und dann also habe ich sie ihnen geschickt und habe gesagt, da haben sie den Beweis. Mhm. Habe ich nämlich sofort gemerkt. Ach, da hat uns der Zulieferer, der Lieferant beschissen. Mhm. Naja. Also man sollte dich nicht unterschätzen, das wäre sicher ein Fehler. Aber ich glaube, das Kerngeschäft, das du beherrschst, ist schon der Kontakt zu den Menschen, oder? Ja, ja. Die Emotionen ja. Auch. Ich liebe Menschen, ja. Und Tiere. Ja, also Tiere sowieso. Die Emotionen herstellen, in dem Fall über das Tier, und etwas, quasi wie etwas, eine Emotion verkaufen. Und weniger ein Produkt als einfach eine Geschichte, oder? Wie siehst du das? Also meine Tochter, das verkaufe ich ja nicht. Also das verkaufe ich eigentlich zum unteren Einstandspreis, wenn ich das Personal und alles, was man mitrechnen muss. Meine Tochter, die heute auch hier sitzt, die sagt mir immer, wenn ich gehe spazieren, Mami, ich muss mich schämen. Dann sage ich, warum? Jeder Tierhalter, Hundehalter, fragst du, die haben sie ihren Hund regelmässig entwurmen. Und da kommt 99%,
Ja, natürlich. Alle 3 Monate. Alle Monate. Und dann sage ich, nehmen Sie eine Wurmtablette. Dann schauen Sie mich mal blöd an. Das ist mir aber gleich. Ja. Sage ich, ja, der Tierarzt hat es gesagt. Klar, der verdient, das ist reines Nervengift. Also es ist schon eine Kombination. Eine Beraterin, sozusagen, ja. Bist du nicht? Marianne Brat, Beraterin. So, ja. Sozusagen, oder? Kann man sagen. Also. Ich schaue mich noch gerne oben im Spiegel an, ja. Und muss nicht sagen. Aber jetzt habe ich eine indiskrete Frage, Marianne. Du bist ja schon ein bisschen, nur wenig, über das Pensionsalter aus. Wie lange willst du das noch machen? Oder ist da einfach Open-End für dich? Open-End. Sicher? Ja, sicher. Open-End. Hast du einfach immer noch Power? Solange Power hast, machst du weiter. Natürlich, ja. Solange ich auf dieser Welt bin und super. Kann etwas bewegen, bewege ich. Super, gratuliere. Ja. Also, wenn wir noch Tombola ziehen? Hans-Rudi? Ja. Sind Sie noch nicht so weit mit der Tombola? Wer hat der Tombola? Ja, wir müssen ja so weit sein. Sonst, ja, jetzt muss der Hans-Rudi noch aufstehen. Aber nein. Der Hans-Rudi, bis er das sucht, möchte ich doch. Wir sind ein Familienunternehmen und nicht ein Marianne Braten-Unternehmen. Ich möchte meine Familie auf die Bühne bitte schnell. Ja, ist gut. Ja. Also kommen wir mal auf die Buben. Buben, Herr Name auch Zeit. Nimmst du mich auch auf die Bühne? Hey. Also das ist die Tochter, die sich schämt. Das ist die Tochter. Hoi. Röbi heisst ich. Also komm, warte, ich rede schnell mit deiner Tochter Marianne. Sag mal, wie heisst du? Katja. Hat sie es ungefähr richtig wiedergegeben, der Sachverhalt? Das ist wirklich so, ja. Bist du auch in dieser Branche tätig wie deine Mutter? Nein, noch nicht. Noch nicht? Könnte noch. Sie kommt aber demnächst. Aber tierliebend auch? Tierliebend, klar, ja. Und du hast den Patrick geheiratet, der hat sich jetzt versteckt. Warum hat er sich versteckt? Ich brauche dich noch schnell, Patrick. Ich muss nämlich zum Patrick noch eine Geschichte erzählen. Das ist die Patrick und ich kennen uns seit, jetzt muss ich nachrechnen, seit 32 Jahren. Aber ich muss ehrlich auch sagen, wir haben dazwischen eigentlich nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Aber vielleicht erinnert sich die eine oder andere, wir haben mal eine Sendung gemacht, Live-Besteigung vom Matterhorn. Live-Besteigung vom Matterhorn, wer weiß das noch? Ja, doch noch ein paar. Und dann haben wir, du weißt es, genau. Und dann haben wir am 14. Juli 1990, das weiß ich genau, Gattors Schuhe, haben wir gezeigt, wie 4 Laien eigentlich aufs Matterhorn aufsteigen und wie das möglich ist, wenn man sich gut vorbereitet. Er war nicht bei denen dabei gewesen, weil wir haben eine Gruppe gehabt, die am Mittwoch vorher die ganze Besteigung gemacht hat für uns als Probe. Und man dachte, es kann nicht sein, dass die Gruppe dann am Samstag, die das macht, schon mal gemacht hat. Also du warst wirklich auf dem Matterhorn gewesen, vor laufenden Kameras, aber es hat es niemand gesehen. Doch, ich habe Sequenzen gezeigt. Stimmt, genau. Am Samstag dann und in der Interviewrunde haben sie dann noch einmal ein paar Sequenzen gezeigt. Und ich war dort schon recht nervös gewesen. Aber es war ein Erlebnis gewesen, das ich nie mehr werde vergessen und wir haben uns immer wieder in der Reisebranche gesehen, an der Stimmt, ab und zu haben wir uns gesehen, zum Motor oder so, ja, ganz bei Travel Awards. Ja, bist du je fitter gewesen als im 1990? Nein. Ich auch nicht. Nein. Aber siehst du immer noch gut aus, fit, gehst du etwa zu Berg? Nein, ich habe den Kilimanjaro noch versucht, bin leider gescheitert. Warum? Ja, Höhenkrankheit, 300 Meter unter dem Gipfel. Okay, aber das ist entschuldbar, da kann man nichts dafür, ja. Oder? Nein, da... bist froh, bist gesund wieder runtergekommen, oder? Ja, ganz genau, ich bin zu der Jubiläumsreise von André Lüthi, vom Globetrotter. Kenne ich gut. Alle anderen haben es geschafft, nur ich, genau. Das war etwas hart gewesen. Okay. Aber ich denke, wir könnten ja noch einmal aufs Matterhorn gehen, oder? Wir zwei. Okay, jetzt rede ich mit deinen Buben. Matt, ja. Ja, genau, jetzt rede ich mit... Wie heisst du? Leon. Du bist der Leon, wie alt? 9. Was sagst du dazu, dass Grossi, oder wie sagst du ihre Oma, Omi, dass Omi Essen oder Futter für Hunde verkauft? Findest du das toll? Ja. Was hast du für eine Beziehung? Wie viele Hunde haben ihr daheim? Einen. Nur einen. Ist das dein Hund? Nein. Oder ist das der von Marianne? Nein, das ist meine. Ah, der Patrick Holtenegger. Wie heißt dein Hund? Tashi. Okay. Was für eine Rasse? Australian Labradoodle. Labradoodle, oder was? Australian Labradoodle Mini. Ah, okay. Und wer geht mehr mit ihm spazieren? Keine. Wer geht am meisten spazieren? Ja,
natürlich ich. Ja. Aber man streitet sich nicht so drum, gell? Nein. Aber wenn du gross bist, willst du einmal einen Hund? Ja. Was würdest du für einen nehmen? Der gleiche. Der gleiche? Du auch? Ich auch. Ja, super. Ah, sehr einig. Können wir den Hund noch sehen? Über? Ja. Nein, ich glaube nicht. Da habe ich nicht mitgenommen, weil sie gut eben lieber gerne spazieren. Genau. Ist das eigentlich kein Stress? Ich weiß nicht, wer das beantworten kann. Da drin hat es so viele Hunde. Und es ist so ruhig. Also gebt ihr denen da jedem am Anfang eine Beruhigungsspritze? Oder hat es im Narvita irgendetwas beigemischt, wo die alle ein bisschen sediert? Ja, ich glaube definitiv.